Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der wunderschönen Map Castlenau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Ernte-Supermonat Juli. Zuallererst mal zwei Dinge in einer eigenen Sache. Erstens, ich habe mir eine absolut coole französische Mütze auf den Kopf gesetzt. Und das ist aber nicht das Wichtige. Das Wichtigere ist Folgendes. Ab und zu, das ist dem einen oder anderen von euch vielleicht schon aufgefallen, hatte ich immer mal so für so 10 Sekunden, 15 Sekunden so, ja, dass der Sound ganz komisch wurde, so ganz schlechte, abgehackte Qualität, als hätte man irgendwo einen Kabelbruch. Das liegt an einem Tool von OBS, welches es mir erlaubt, die Spuren vom Audio getrennt voneinander aufzunehmen, um sie im Nachgang separat bearbeiten zu können. Da habe ich jetzt mal ein Update gefahren, beziehungsweise gibt es da jetzt noch eine neue Möglichkeit, das zu tun. Ich habe das einfach mal umgestellt und meine Bitte an euch wäre, schaut mal, hört mal für diejenigen, die die Folgen komplett durchgucken, ob ihr diese Tonaussetzer in dieser Folge auch hört oder ob das damit hoffentlich endlich behoben ist. Gut, wir steigen mal ein. Also, wie ist der Stand? Wir haben hier schon einen ganzen Haufen Strohballen fertig. Da können wir dann gleich mal mit Einsammeln anfangen. Und wir haben ein bisschen Hafer. Den fahre ich jetzt als erstes mal ins Silo und dann stellen wir unseren... Wobei es wäre sinniger, damit anzufangen, ne? Der fährt hier noch... Ne, der ist hier auch schon angekommen. Machen wir Motor aus für die Umwelt. Er hat hier das kleine Grasfeld oben im Wald auch fertig gemacht. Hier müssen wir uns mal was anderes für überlegen. Vielleicht pflanzen wir hier Bäume hin. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Fläche auch nochmal für Bäume. Und hier ist dann unser Drescher. Hier ist unser letztes Haferfeld. Achso. Ehe. The other way around. Ich hätte gerne den John Deere Drescher. Der ist noch ein kleines Stückchen größer, hat einen deutlich größeren Bunker. Und der wäre, glaube ich, perfekt für die Karte hier. Okay. Also, Kurs berechnen. Drei Vorgewinde hat sich bewährt. Erster Wegpunkt. Los geht's. Dann Fan-Favorit. Abladen. Und dahin fahren. So, wir fahren hier lang. Ja, ich bin wieder ohne Lenkrad unterwegs. Ich bin hin und her gerissen. Das immer aufzubauen ist ein bisschen anstrengend. Aber das Fahren hat schon sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht. Ich muss mir mal irgendwie überlegen, wie man das so aufbaut, dass das gegebenenfalls etwas einfacher zu montieren und demontieren ist. Das ist aber auch ein bisschen anstrengend mit den ganzen, für die Pedale und so weiter und so fort. Naja, jammern auf hohem Niveau. Wir haben eine Menge Mist. Den müssen wir auch dann ausbringen. So, abkippen. Oh, war ich zu langsam. Wisst ihr, was mir jetzt Sorgen macht? Das Info-HUD-Fenster ist da oben nicht da. Wo, warum ist das weg? Das war irgendeine Tastenkombination. Steuerung J oder Steuerung H? Service-Anhänger. Contracts. Drive. Och, bitte. Roter Pack, Göbel Pack, das sind doch schon die offiziellen Packs. Also muss es weiter unten sein. Steuerung P. Ah, Gott sei Dank. Hui, ohne das. Buchstall Strom. Da können wir gleich mal hierher fahren. So, ich kann den jetzt von Hand fahren lassen. Dann fährt er aber einmal durch die ganze Map. So ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wir brauchen stärkere Träger. Gut, wir haben ihm auch
11,5 Tonnen vorne ans als Frontgewicht angehangen. War natürlich auch nicht so nett. Das laden wir hier gleich ab und dann kann der gleich Strohballen sammeln. Die erste Rutsche bringt er dann zu den Kühen. Und den Rest lagern wir erstmal ein. Wir können dann auch mal... Oha! Ja, so kommen wir da nicht lang. Okay. Wie groß dieser Trecker ist, ne? Das sieht man erst, wenn man dann daneben steht. So, unsere kleine Baumschule ist hier unten. So. Ich glaube, Bäume pflanzen, das machen wir mal, wenn wir ein bisschen weniger zu tun haben. Das eilt ja nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den von hier zum Hof kriegen. Oh, irgendwie bestimmt, ne? Er ist gleich fertig hier. Bis ich überhaupt mit dem Anhänger da bin, ist der fertig. Naja, so wie der hier beschleunigt auf jeden Fall. Gut, wir müssen noch Gras sammeln. Wir müssen gucken, ob wir genug Heu haben. Wie viel Heu haben wir denn? 100.000. Ja, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ausreichend. Wenn wir jetzt nur einmal im Jahr Heu produzieren könnten, würde ich sagen, da müssen wir da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit sein. Aber wir kriegen ja dreimal im Jahr Heu hin. So, schaffe ich es noch, dass er sich wenigstens selber abbunkert oder bin ich auch dafür zu langsam? Ja, noch fährt er. Dann stelle ich mich hier an den Rand. Passt. So, super. Fahren wir gleich weiter. So. Und jetzt wünschte ich mir tatsächlich, hätte das Lenkrad angeschlossen. Erzählt mal, wie macht ihr das denn mit euren Lenkrädern? Sind die immer am Rechner dran oder schiebt ihr die nur irgendwie beiseite oder baut ihr sie dann auf, wenn ihr mal 2-3 Stunden spielen wollt? Würde mich mal wirklich interessieren. Steuerung Alt Y, Rundballen, automatisches Aufladen aktivieren. Da bin ich wirklich froh drüber, muss ich gestehen. Das habe ich jetzt 2-3 Mal gemacht. Es macht schon auch Spaß. Aber die pure Menge der Ballen ist dann einfach so ein bisschen überladend. Also so 6 Stück abladen, ja, aber 60? Nee. So, da unten sind auch noch welche. Sind bestimmt auch wieder welche im See. Ich sollte da ja mal so einen Zaun setzen, damit die da nicht immer... Das ist vielleicht keine schlechte Idee, ne? Na. So, hier haben wir so ein... Ist doch der hier, ne? Kollision mit einem anderen Objekt. So, aber nicht ganz so. Kollision mit einem anderen Objekt. Dann lasse ich jetzt hier einfach mal ein bisschen Platz. Das Land gehört hier nicht. Kollision mit einem anderen Objekt. Ah. Okay, wir versuchen es mal hier. Okay. Wir haben es versucht. Ist hier noch eins? Ah ja. Oh, wieder voll durch die Baumwolle. Das macht man nicht. Wir haben 10 von 12. 2 passen noch drauf.
Gut, dass wir den etwas kräftigeren Trecker genommen haben. Arbeit beendet. Okay, dann können wir tatsächlich schon überlegen, ob wir noch eine Mission annehmen. Ich denke mal, sollten wir 60.000 Liter Stroh. Das heißt, ein so ein Anhänger können wir brauchen den Stroh ja auch, aber ein so ein Anhänger, naja, sagen wir mal vielleicht 5.000 Euro zum besten Zeitpunkt. Das ist eine Menge Geld. Oh, hier müssen wir ja auch noch mähen. Na, dann sollten wir vielleicht das als erstes machen. Was ist denn hier? Hat der hier mitten? Hat einfach aufgehört. So, das können wir löschen. Das andere Feld ist hier vorne gleich. Und da vorne geht's los. Dann können wir in der Zeit den Drescher verschieben. Das ist der Wegpunkt. Los geht's. Sauber. So, wenn ich jetzt, möchte ich tatsächlich doch nochmal gucken. Ich weiß, es ist viel zu weit weg, aber diese Heupellets für 500? Hätten wir eigentlich fast alles für da, außer den riesengroßen Trecker und die Pellet-Machmaschine, aber so, was müsste rumkommen, ne? Okay, Arbeit beendet. Topliner. Sehr schön. Also, Aufträge. Wir wollen Erntemissionen. So, wir wollen eine Ballenpressmission. Das hilft doch schon. Grubbern könnten wir auch, wenn wir doch nur einen größeren. So, ich nehme jetzt die größte Mission an, die es gibt. 4-2, 4-3. Wir machen Details an. Das sind dann 6-7, 6-4. Also, Raps ernten. Raps auf Feld 47. Das ist ja hier. Also, entschuldigt mal bitte. Beste Mission ever. Aber sowas von. Easy. Sehr schön. Sehr, sehr wird blockiert. Okay, da habe ich mich zu früh gefreut. Ach so. Na. Es ist viel zu tun auf Hof Castlenau. Ich habe den ganzen Juli gebraucht, um hier rückwärts reinzuparken. Okay, so. Ableideseite ist links. Hätte ich gern geändert. Auf rechts. Und hier abladen ist I. Zack. Gut, dann bleibst du kurz hier stehen. Der mäht. Ah, nimmt da wirklich jeden Zentimeter mit. Sehr brav. Sehr, sehr, sehr guter Angestellter. Okay. Ah, zack. Auf. Wie sieht's aus? Benzin, Sprit, Reparatur, alles gut. Benzin ist übrigens Diesel und Sprit meinte ich SCR, aber sieht man gar nicht. Das müsste man voneinander trennen. Finde ich beim ETS übrigens auch. Das Raps fällt direkt vor unserem Hof. Das ist absolut Weltklasse. Copy. Und dann bauen wir den. Das können wir gleich mal bei dem reinpasten, damit es nicht aus Versehen verloren geht. Ah, einen Autodrive
Helfer im Moment, ein Cosplay-Helfer. Wir sind bei 5,5 Hektar, aber ich sag's wie es ist. Ich gehe stark davon aus, dass wir ungefähr zum Ende des Jahres rechne ich damit, dass wir die 10 Hektar haben. Wollte ich nicht noch irgendein Feld kaufen? Wollte ich nicht noch die 68 kaufen? Ja, ne? Ist auch Raps drauf, erntereif. Was hat das gekostet? 15. Okay, machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Dann nehme ich wieder ein bisschen Geld auf. Bis 100.000 dürfen wir ja. Also, damit wir nicht ins Minus kommen, dann machen wir es wie folgt. Escape. Wir kaufen das Rapsfeld. Auch wenn das eine Erntemission ist, dann können wir die 67 nämlich auch noch gleich mitmachen. Das gehört uns hier, dieser ganze Bereich. Das macht absolut Sinn. Ich will gerade mal schauen. Jetzt nicht durch den... Achso, hier stehen diese Häuser. Kann man dieses Land kaufen? Nee, das gehört zu dem Ganzen. Na, aber wir werden sicherlich die Erlaubnis bekommen, hier ein bisschen unsere Maschinen abzustellen. Ich denke, das ist in Ordnung. Also, wir kaufen das Feld Numero, also Parzelle 107, Feld 68. Zack. Und, ganz kurz. So viel Zeit muss sein. Nein. Das war's schon. Vielen Dank für eure Geduld. Es ist natürlich jetzt mit dem Topliner richtig blöd gewesen, ne? Den jetzt hierher zu fahren. Ach, ist egal. Kommt, wir machen jetzt erst die Mission hier. Spielt im Grunde keine Rolle, ob ich jetzt hinfahre oder dann, ist genau das Gleiche. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist die Mission annehmen. Die hier. Vertrag akzeptieren. Klasse. Das heißt, wir können den hier stehen lassen. Direkt vor unserem Hof. Also das ist ja wirklich... Raps gibt leider keinen Stroh. Wir können ja dann überlegen, ob wir dann noch eine zweite Mission machen. Da war ja dann auch noch eine direkt... Aber das waren, glaube ich, Möhren oder so. Müssen wir mal gucken. So, hier bereiten wir schon mal alles vor. Gucken. Ja, das sieht alles sehr gesund aus. Sehr schön. Motor aus. Super. Ja, und dann gibt es wieder so Tage, da kommt man tatsächlich gar nicht richtig bei einem Thema weiter, weil man an 8 gleichzeitig arbeitet. Ich finde es richtig gut gerade. Wie gefällt es euch denn? Ist die Castlenau, guckt ihr es noch gerne? Mir macht es noch total viel Spaß. Es ist inzwischen eine sehr, sehr schöne Mischung aus ein bisschen was von Hand machen und dann doch der einen oder anderen Automation, die dahinter steht. Automation, So, dann holen wir nochmal Stroh. Hier haben wir ja alles, ne? Ja. Okay. Okay. Dann können wir wahrscheinlich, wenn der hier fertig ist mit Mähen. Direkt erstmal kurz die anderen Ballen. Wobei die Ballen können die auch selber pressen, ne? Das geht eigentlich zügig. Was könnte ich eigentlich machen? Ich hoffe ja nur, dass das mit dem Ton alles glatt läuft. Schauen wir mal. Okay, dann ist das hier auch fertig. Theoretisch könnten wir jetzt hier schon anfangen mit Düngen. Müssen wir. Ich gucke mal, ob wir irgendwas. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich dachte schon, unsere Felder, nee. Unsere Felder, er fährt einfach weiter, sehr gut. Müssen wir dann Mist ausbringen. Cool. Okay,
Okay, die Strohballen fahre ich jetzt erstmal zum Kuhstall, weil da will ich ein bisschen Stroh in den Kuhstall einladen. Das machen wir direkt hier vom Anhänger. Mit unserem Teleskoplader, den ich immer noch extrem unterschätzt habe. So. Autoload abschalten und die weg, Motor aus. Gucken, der fährt, der steht. Jetzt muss ich mal, den fahren wir mal schnell hoch. Uiuiuiui. Ich würde ja die Strecke hier am liebsten, aber wir könnten mal gucken, dass wir die hier, dass wir hier mal eine Strecke einfahren, dass wir die vom Hof über diese Strecke hierhin zu unserer neuen Dependance schicken können. Ich kann die hier nicht in zwei Richtungen fahren lassen, weil uns die Autos entgegenkommen. Das würde überhaupt nicht funktionieren. So 60.000 Stroh hatten wir, da ist jetzt nochmal vielleicht so 40.000 drauf, plus das, was jetzt da noch kommt. Also sind auch wenigstens nochmal 100.000 Liter Stroh. Ja, und wenn wir jetzt noch einen zweiten Helfer hätten, dann könnten wir hier wirklich ganze Menge parallel abarbeiten. Aber das bisschen kriege ich hier auch von Hand weg. Das ist kein Problem. Ist nur ein bisschen wegen der Kammerpresse so ein bisschen anstrengend, dass man da immer aufpassen muss. Da finde ich die Quaderballenpressen viel schöner. Okay, so. Hafer. Und wie viel haben wir hingekriegt? 27.000. Das hat einen Wert von 36.000 Euro. Oh, plus das Stroh natürlich. Und hier steht der Anhänger. Sehr gut. Okay, also, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt einen Cut. In der nächsten Folge werden wir anfangen, das Gras zusammenzusammeln. Wir werden die riesige Mission bearbeiten und Strohballen pressen, die Kühe nochmal mit Nahrung versorgen und so weiter und so fort. Es gibt sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Thank you.